Oh ja, wenn wir schon einmal dabei sind. Legen wir es direkt hier drunter. Nehmen wir uns mal einen mit. So. Wobei. Ah, doch, komm. Besser ist es, ne? So. So, Moment. Wenn wir jetzt hier. Mache ich das doch anders. So. Überlegen. Ja. Oder? Nein, eins weiter zurück. So. Dann kann man das nämlich hier jetzt schön zumachen. Ja. Wobei. Ja, ich vergaß. Mach mal das anders. So. Schon wieder bald Nacht. Dann lieber schlafen und direkt ein paar Sachen mitnehmen, die ich noch brauche. So. Kann ich noch nicht, dann gehen wir erst die Sachen machen. So. Als erstes machen wir ein paar Redstone-Fackeln. So, die kombinieren wir dann mit. Ja, machen wir mal 5 Repeater, erstmal müsste reichen. So. Dann gehen wir jetzt schlafen. So, ach so, stopp. Ne, können wir hinten machen. Ich lauf immer vor die Tür an. Da muss auf jeden Fall auf Dauer eine Doppeltür hin. Nein, ich brauchte doch noch was. Wai. Jetzt wollte ich eigentlich runterspringen, aber das habe ich dann doch gelassen. Weil mir in dem Moment einfiel. 6 reichen eigentlich, oder? 1, 2, 3. Nein, reichen nicht. Nehmen wir 12. So. Ja. So. Schwupp, schwupp, schwupp. Schwupp, schwupp. Und seht ihr? Brennt das Redstone noch nicht mehr durch. Das lustige Gesicht kommt gleich nirgendwo raus. Toll. Hätte man vielleicht vorher drüber nachdenken sollen. Da muss ich mir jetzt an der Seite irgendwo einen Ausgang basteln. So. Ja, muss ich wohl. Na, da ist aber ungünstig. Da steht doch das Zuckerrohr. Nehmen wir lieber hier den Weg. Raus. Raus. Danke. Ich hoffe, ich muss da jetzt nicht nochmal rein.
Ich glaube nicht. So, warum hatte ich das eigentlich da weggemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. So, dann können wir die nehmen. So. So. Fällt von oben. Ja, egal, fülle ich von oben nachher auf. Fülle ich von oben nachher auf. So, jetzt machen wir erstmal hier Wasser rein. Toll, volles Minifeld. Und dafür eine automatische Anlage. Egal. Auch ein kleines Feld will geliebt werden. Warum wird das hier nicht größer? Okay. Finde ich jetzt ein bisschen komisch. Das sieht so aus, als wenn das runterläuft, aber scheint gefüllt zu sein. So, wenn wir nämlich jetzt hier drücken, dann geht das da hinten runter, genau. Dann kann man nämlich da jetzt Wasser reinfüllen. So. Jetzt muss ich mal gucken, ob das automatisch immer Richtung Graben läuft. Ich glaube schon, ne? Ja. Verdammt. Egal. Dann machen wir hier in der Mitte jetzt nochmal Pflastersteine drüber. So. Ist nicht unbedingt allzu schön, aber funktionell. Genau. So sollte es sein. Ach so. Damit kann man eigentlich. Oh, jetzt ja. Toll. 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 Ich bin heute der Vollpfosten vom Herrn. Ups. 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 Den wieder dahin. Einmal aus. So, das müsste eigentlich funktionieren. Ist ja gar nicht so schlecht, dass das mit dem Stein hier in der Mitte ist. Kommt gerade so hin. So. Und essenstechnisch werden wir auch einiges hier drunter bringen können. Und relativ einfach zu bepflanzen ist es auch, dann passt das schon. So, jetzt gehen wir gleich die Pflanzensamen aus. Aber wir haben hier noch mehr. Ja, du geh mal weg da. Jetzt rupfe ich hier alles raus. So. So, du läufst mir gerade nach wegen hier. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Da machen wir dann später noch ein bisschen Erde von außen, dass das so wie ein Hügel von außen aussieht. Dann passt das schon. So, jetzt gehen wir hier mal eben wieder. Können wir ja da eigentlich dann noch so eine Stufe machen. Und vielleicht da auch noch, dann kommt man da besser hoch. So, das müsste auch ein dicker reichen. Ja, doch, so klein und niedlich gefällt mir das doch ganz gut. Denn dann kommt man wenigstens überall noch schön dran. So, und wenn es dann voll ist, können wir den Test machen. Ja. Ja, da habe ich doch gerade sowieso noch ein bisschen dabei. Hau ja eben alles weg, damit es gerade ist, aber naja.
Jetzt sollte hier schon ein bisschen das angepasst werden, damit das so ein bisschen. Wobei, eigentlich könnte ich das auch lassen. Könnte ich auch lassen, könnte ich das? Ja. Definitiv. Definitiv. Ja, definitiv. Das bleibt, das bleibt. Genau. Genau. Ja, die Erde lassen wir da weg. Ich habe doch eine Axt dabei. Wenn wir gerade hier unterwegs sind, können wir mal hier ein bisschen wieder Holz reinholen, denn Holz ging uns, glaube ich, eben so ein bisschen mehr oder weniger aus. Muss man daran denken, die Setzlinge einzusammeln gleich. Denn das vergesse ich ganz gerne. Und irgendwann hat man dann keine mehr. Muss die erst wieder besorgen. Das nervt dann wieder, weil es Zeit kostet. So, ja. Ich werde aber jetzt gleich auch, denke ich, erstmal Schluss machen für heute, weil ich muss noch ein paar Internetseiten umziehen. Und irgendwann auch nochmal ins Bett. Und noch ein Spiel muss auch noch fertig geprogrammiert werden, an dem ich gerade arbeite. Daher wird die Aufnahmesession diesmal nicht ganz so lang. So, wir werden aber jetzt gleich noch die Setzlinge einsammeln, bevor die weg sind. So, jetzt gucke ich aber gerade mal. Wir hatten doch genau Stopp-Lehm hatten wir hier noch. So. Den können wir nämlich jetzt hier mal raus. Und wieder ein Level. So, hatte ich da nicht gerade noch Papier gesehen? Genau. Also nicht Papier, sondern. Ja, da können wir jetzt mal hier. So, zack. Leder hatten wir jetzt keins mehr. Leder haben wir jetzt keins mehr. Gut. Nein, die Erde war da. Da drüber kommt jetzt das ganze Redstone-Zeug mal rein. Pflastersteine. Lieber zu viel mitgenommen als zu wenig. Setzlinge einsammeln gehen. Na, lass mich durch. Oh, ein Apfel war auch dabei. Das ist aber schön. Da haben wir mal wieder was Obst zum Essen, nicht nur immer das Fleisch. Wobei ich persönlich eher so ein Fleischverzehrer bin. Wobei jetzt, wenn es etwas wärmer ist, ich weiß ja nicht, ob es bei euch wärmer ist, aber hier war es die letzten Tage schön warm, da esse ich dann auch lieber mal einfach nur einen Salat. Als groß irgendwas Warmes. Da können wir jetzt auch nochmal mitnehmen hier. So. Irgendwann hat man da viel zu viel von, aber egal. Bücherregale können wir immer brauchen und wenn man nur zur Deko benutzen. Ich glaube, es wird schon wieder dunkel. Halleluja. Dann hauen wir jetzt einfach drauf. Dann mache ich nämlich jetzt mit dem Dunkelwerden auch Ende für heute. Ich hoffe, ich war nicht zu ruhig heute. Tag war halt relativ anstrengend gewesen. Daher bin ich ein bisschen kaputt. Zumindest haben wir jetzt mal die automatische Farm hier. Also, dass wir schon mal Korn machen können. Das mit den Pilzen hat leider nur bedingt geklappt bis jetzt. Das Lager haben wir zumindest ein bisschen schon mal vorangekriegt. Ich werde mir dann nochmal überlegen, wie ich das mache, ob ich das wirklich mit den einzelnen Hütten mache, das so mit Lehm, also mit Ziegeln und ein bisschen was mit Holz. Oder doch ein großes Gebäude. Wobei man das hier halt jetzt relativ schön aufstocken könnte. Das ging mir halt eben durch den Kopf, dass man das immer so macht, dass das Wasser halt immer von dieser Position aus da hinten über so verschiedene Etagen, dass das dann alles immer hier in diese eine Rinne reinfällt. Und wir dann von diesem Schalter aus im Prinzip so das ganze Gebäude im Prinzip einmal bewässern können und das dann alles hier in diese Rillen reinfällt. Dann würde ich sogar fast noch hingehen und sagen und ja, machen und mal eben was essen. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass gleich irgendwo ein Creeper oder sowas um die Ecke kommt. Und wir voll die A-Karte haben. Aber hier kommen dann Stufen hin.
dass man hier immer schön runtergehen kann. Dass man das dann auch nicht mehr sieht dort. Dann ziehen wir das Ganze noch ein bisschen vor. Machen bis auf die unterste Ebene dann hier immer schön ein bisschen Glas hin hier oben irgendwie. Jo, nee. Oder? Was noch ein bisschen problematisch sein wird, da muss ich ja gucken, rechts, links irgendwo mal eine Leiter anbringen oder vielleicht wirklich komplett da eine Leiter anbringen und dann immer so, nee, Vorsprung geht ja nicht. Vorsprung geht nicht. Muss ich gucken. Weil hier eine Mittelleiter ist auch blöd, weil hier in der Mitte den Gang brauchen wir im Prinzip immer zum Bepflanzen. Warum sind die eigentlich jetzt heller? Weil die Pisten dahinter sitzen, weil hier so Lampen an sich sind da ja nicht wirklich. Da ist ein Skelett. Und da ist ein roter Enderman. Ich hab dich nicht angeguckt. Bin ganz lieb. Und ich hau jetzt erstmal ab, bevor gleich wieder irgendwas kaputt geht. So. Aber das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Bis dahin weiß ich vielleicht auch, wo ich die Leiter anbringe oder nicht. Ich hüpfe jetzt eben ins Bett. Sage dann aber gleichzeitig auch, da mache ich nämlich, wenn ich jetzt gleich alles dunkel habe, aus. Tschüss, bis demnächst. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, ich hoffe, ihr schaltet demnächst wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft mit Me Play It Online. In diesem Sinne, gute Nacht und tschüss.